Das Leistungszentrum Translationale Medizintechnik verbindet die Exzellenzeinheiten der Medizinischen Hochschule Hannover und der Leibniz-Universität Hannover zusammen mit dem Fraunhofer Institut für Toxikologie und experimentelle Medizin. In diesem Leistungszentrum verbinden wir die klinischen Anforderungen, die wir zum Beispiel aus der MHH von Professor Lennartz, von Professor Haferich sehen, aber auch zum Beispiel von der Neugeborenenstation mit dem, was wir technisch umsetzen können. Das heißt, ein Demand seitens eines Klinikers wird umgesetzt gemeinsam in eine Idee und dann bis in die Fertigung gebracht, damit wir das, was wir entwickelt werden, auch durch die Regulatorik wieder zurück in die Klinik, in die erste klinische Prüfung kriegen. Wir arbeiten in drei Bereichen. Das eine ist die Entwicklung innovativer Neuroimplantate. Wir arbeiten im Bereich der Inhalationstechnologie und übergreifend in einer regulatorischen Begleitung dieser Entwicklungen, damit wir auch zurück in die klinische Prüfung kommen können. Denn ohne ein Device, das dem Patienten hilft, haben wir unsere Aufgabe nicht erfüllt. Häufig fehlt frühgeborenen Kindern die Substanz, die dafür sorgt, dass die Lungenflüssigkeit ihre Oberflächenspannung verliert. Dadurch können die frühgeborenen Kinder nicht richtig atmen. Das heißt, man muss diese Substanz zugeben von außen. Das geschieht zurzeit, indem man das in einer Flüssigkeit zuführt. Das ist in der Regel eine Menge, die ja fast das halbe Atemvolumen dieser Frühgeborenen beinhaltet. Also das Besondere an unserer Art und Weise, das Surfactant als Aerosol anzubieten, ist die Tatsache, dass wir im Gegensatz zu allen anderen Beteiligten oder Gruppen weltweit in der Lage sind, das Surfactant zunächst trocken zu vernebeln. Dadurch erreichen wir deutlich höhere Konzentrationen, als wenn man das aus einer Flüssigkeit oder einer Suspension macht und dann anschließend adäquat zu befeuchten. Also wir sind hier am Fraunhofer Institut inzwischen so weit, dass wir einen Prototypen im Labor haben, mit dem wir zeigen konnten gegenüber beteiligten Ärzten und auch gegenüber Vertretern der benannten Stelle, dass das sicher ist und tatsächlich in der Lage, genug Material in die Lunge der Frühgeborenen hineinzubringen. Die Gründung des Leistungszentrums für unsere Forschung bedeutet, dass wir noch mehr uns tatsächlich die Möglichkeit erschließen, diese Netzwerke eng an uns zu binden und eine langfristige Kooperation dort zu etablieren. Hannover selbst ist ja das führende Zentrum für Cochlea-Implantate mit einem der besten Operateure, Professor Lennartz, und er wünscht sich zwei Dinge, das Individuelle. Das heißt, maßgeschneidert, am liebsten hätte er natürlich den 3D-Drucker neben sich am OP-Tisch. Das wird noch eine Zeit dauern, bis man sowas realisieren kann. Aber was er auch gerne hätte, ist Implantate, die sich selbst innen an die Cochlea anschmiegen und dabei den optimalen Nervenimplantat- und Elektrodenabstand herstellen lassen. Das Innenohr besteht ja aus einer kleinen, zweieinhalbfach gewundenen Schnecke. Und die hat insgesamt nur einen Durchmesser von 5 mm und dieser Krümmungsradius ist extrem klein. Dieses Innenohr ist extrem empfindlich. Es ist ja von einem ganz starken Knochen hier geschützt und aus gutem Grund. Und wenn wir dort ein Implantat hineinsetzen, dann muss dieses Implantat so weich wie nur irgendwie möglich sein, damit es die Gewebestrukturen, die es berührt, nicht verletzt. Die größte Herausforderung ist, dass wir Materialien einsetzen, die für Medizinprodukte qualifiziert und geeignet sind. Das Team, das hier mit dem Leistungszentrum verbunden ist, ist weltweit führend im 3D-Druck von medizinischem Silikon als Grundlage für zukünftige Cochlea-Implantate oder andere Neuroimplantate, die wir in der Klinik dann einsetzen können. Bevor Medizinprodukte auf den europäischen Markt gebracht werden, müssen die Funktion und die Sicherheit der Medizinprodukte nachgewiesen werden. Und dabei können wir Hersteller von Medizinprodukten unterstützen, die Standardtests durchzuführen oder auch neue Prüfmethoden zu entwickeln. Wie zum Beispiel der Prüfstand Lifecycle Testing, mit dem
aktive Polymerimplantate künstlich schneller gealtert werden können, um Materialversagen zu analysieren und die Lebensdauer vorhersagen zu können. Wenn an Biomaterialien geforscht wird, dann hofft man immer, dass diese Materialien auch wirklich biokompatibel sind und beispielsweise im Körper von Menschen dann am Ende auch eingesetzt werden können. Das muss aber natürlich alles genauestens untersucht werden, damit nicht, wenn Materialien beispielsweise so weit sind, dass sie in eine klinische Studie gehen können, dann erst im Patienten festgestellt wird, ob sie vielleicht doch negative Auswirkungen haben. Der Stoffwechsel, die Stoffwechselaktivität der Zellen wird beispielsweise durch einen Farbumschlag im Zellkulturmedium untersucht. Je stärker der Farbumschlag ist, desto stärker ist auch die Stoffwechselaktivität der Zellen und entsprechend ist das Material auch umso biokompatibler. Die Morphologie oder auch die Anhaftung von Zellen auf Materialien können wir beispielsweise mit unserem sehr hochauflösenden Mikroskop untersuchen. Die Biokompatibilitätsuntersuchungen sind insofern sehr wichtig, dass Materialien bereits im Vorfeld geprüft werden können, bevor man zu sehr in die Forschung an Implantaten mit diesen neuen Werkstoffen geht, um so möglichst Zeit zu sparen und gegebenenfalls die Materialien noch modifizieren zu können.